In den letzten Wochen haben sich einige Bücher bei mir angesammelt, die ich irgendwie parallel lese. Das ist schon länger nicht mehr vorgekommen und deswegen gibt es heute mal wieder ein Currently Reading. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute gibt es mal wieder ein Currently Reading. Ich hatte ja eigentlich versprochen, dass es im Januar wieder Weekly Readings gibt. Allerdings hat das nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgenommen hatte. Deswegen hatte ich auf Instagram gefragt, ob ihr stattdessen vielleicht nochmal ein Currently Reading haben möchtet. Und da das sehr, sehr viele wollten, ja, gibt's das heute. Und ich zeige euch mal, was ich alles gerade lese. Es sind tatsächlich einige Bücher. Es sind Leserunden, Hörbücher, Mangas, Bücher, die ich gerade unterbrochen habe, weil ich einfach nicht dazu komme. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an mit dem ersten Buch. Ja, das erste Buch ist kein Buch, sondern ein Hörbuch. Ich höre nämlich gerade Nevernight von Jay Kristoff. Und ja, sehr, 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 sehr viele waren ja sehr begeistert von Nevernight. Deswegen hatte ich sehr, sehr hohe Erwartungen. Und wie das bei mir immer so ist, wenn ich sehr hohe Erwartungen habe, sie wurden natürlich enttäuscht. Was soll ich dazu sagen? Am Anfang fiel es mir furchtbar, furchtbar schwer, in die Geschichte überhaupt reinzukommen. Ich mag den Stil von ihm nicht. Also die Ausdrucksweise, die er mir da immer in den Mund legt, das finde ich einfach fürchterlich. Vor allem, ja, sie ist halt eigentlich eine, die eher aus dem Adel stammt und ich bezweifle ernsthaft, dass die sich so vulgär ausdrücken, wie sie das eben tut. Und das ist, es ist einfach nicht meins. Ich mag das einfach nicht. Ich habe trotzdem weitergehört, weil ich doch neugierig bin. Mittlerweile gefällt es mir ein bisschen besser. Sie hat dieses Vulgäre so ein bisschen abgelegt. Am Anfang war das halt einfach echt heftig. Also am Anfang war das echt für mich so ein bisschen überhand und deswegen fand ich den Anfang einfach echt schlimm. Mittlerweile kommt das nur noch so sehr selten durch. Gefällt mir dadurch besser, aber so hundertprozentig überzeugend tut es mich irgendwie noch nicht. Als nächstes auf meinem Currently Reading Stapel ist ein Manga, nämlich Your Name, der zweite Teil von Makoto Shinkai. Und ja, den habe ich angefangen, weil ich jetzt ja endlich auch den Film schauen wollte, letzten Sonntag. Nee, vorletzten, doch, letzten Sonntag. Letzten Sonntag? Ja, letzten Sonntag. Und ja, ich habe mich wahnsinnig drauf gefreut. Ich wollte gerne vorher noch den zweiten Teil lesen. Der dritte war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch gar nicht erschienen. Und habe dann angefangen. Ich habe tatsächlich nur ein paar Seiten gelesen. Also ich bin, das habe ich gelesen, seht ihr das? Das sind vielleicht 10 Seiten, wenn überhaupt. Ja, aber in den Kinofilm gehen konnte ich dann trotzdem nicht, denn er war komplett ausverkauft. Was mich tierisch geärgert hat. Inzwischen habe ich ihn aber doch gesehen, nämlich am Donnerstag, weil es nochmal Zusatzvorstellungen gab. Und da bin ich natürlich dann auch gleich am Montag ins Kino gerannt und habe gleich Karten dafür gekauft. Und ja, jetzt, ich fand den Film so, 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 so schön. Und jetzt bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich weiterlese jetzt erstmal, ob ich noch ein bisschen warte, damit ich dann wieder in diese Welt eintauchen kann, weil es einfach so schön ist. Und vielleicht erst weiterlese, wenn ich den dritten habe. Ich weiß es nicht. Ich kann mich noch nicht so ganz entscheiden. Aber ja, das werde ich dann, je nachdem, ob ich irgendwann spontan Lust drauf habe oder nicht, spontan entscheiden. Dann das nächste Buch, das ich beenden werde, weil ich nur noch, glaube ich, 2 Kapitel oder sowas habe, ist Ivory and Bone von Julie Eschbo. Ach, dieser Name, ne? Der treibt mich nur in den Wahnsinn. Das Ganze lese ich mit einer lieben Abonnentin zusammen, weil ich es ja ungern alleine lesen wollte, weil ja ganz viele gesagt haben, dass es so furchtbar schlecht sein soll und dass es so furchtbar langweilig sein soll. Glücklicherweise hat sich doch jemand bereit erklärt, das mit mir zusammen zu lesen. Und ja, wer mich schon länger verfolgt, weiß, dass ich manchmal ein bisschen komisch bin, was sowas angeht. Ich find's richtig gut. Ich find's wirklich, wirklich richtig gut. Also mir gefällt Ivory and Bone unglaublich gut. Ich mag diesen ganzen Konflikt zwischen den verschiedenen Clans und so weiter. Es geht ja da drin um eine Steinzeitgeschichte und zwar um verschiedene Clans. Und es geht um Kol und
Kol und sein Clan, der relativ klein ist, haben ziemlich viele Probleme und sind halt irgendwie ja vom Aussterben bedroht sozusagen. Denn in ihrem Clan gibt es sehr viele junge Männer, aber keine jungen Frauen, sodass das Fortbestehen dieses Clans eben sehr gefährdet ist. Sie haben auch seit einigen Jahren keine anderen Clans mehr gesehen, wo sie sich irgendwie dann mit jungen Frauen zusammen hätten tun können. Und außerdem wandern irgendwie die ganzen Herden weg, sodass sie auch langsam Probleme haben, halt eben an Fleisch zu kommen. Und eines Tages stehen dann zwei junge Mädchen und ein junger Mann vor ihnen, die von einem anderen Clan kommen. Und unter diesen Mädchen ist Mia. Und ja, Cole findet Mia sehr, sehr interessant. Allerdings ist Mia die totale Zicke und super unfreundlich zu ihm und er merkt direkt, dass sie ihn überhaupt nicht leiden kann. Aber dann kommt noch ein dritter Clan dazu und ja, die ganzen Clans stehen kurz vor einem riesigen Krieg, Kampf, wie auch immer. Und es kommen so einige Geheimnisse ans Licht. Und ich mochte einfach diese Beziehung zwischen den verschiedenen Clans und diese Geheimnisse und ja, was hinter den verschiedenen Sachen steckte, mochte ich einfach wahnsinnig gerne. Ich mochte die Kombination aus Mia und Cole total gerne und ja, ich bin gespannt, was mich auf den letzten paar Seiten noch erwarten wird. Das Ganze ist vom Schreibstil her ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil es nämlich so ist, dass das Ganze damit anfängt, dass Mia und Cole zusammen in einer Höhle sind und ja, Mia scheinbar verletzt ist und nicht einschlafen darf. Scheinbar hat sie eine Kopfverletzung und damit sie eben nicht einschlafen möchte, bittet sie Cole eben, ihr eine Geschichte zu erzählen. Und dann erzählt er ihr komplett die ganze Geschichte, seit sie sich das erste Mal gesehen haben, bis eben zu diesem Zeitpunkt, wo sie in dieser Höhle jetzt sitzen. Und deswegen sagt er natürlich immer du, weil er erzählt es ja ihr. Und da muss man sich dran gewöhnen, aber ich finde, dadurch, dass es eben so aufgebaut ist, dass er ihr das erzählt, finde ich es okay. Ich konnte mich da relativ schnell dran gewöhnen. Ob man es mag oder nicht, ist, glaube ich, Geschmackssache, aber insgesamt mag ich das Buch unheimlich gerne. Das nächste Buch, das ich gerade lese, ist Der letzte erste Kuss von Bianca Iosivoni. Und da bin ich ungefähr fast in der Hälfte. Ich bin auf Seite 222. Und ja, das ist wieder. Ach, das ist wieder so ein schönes Buch. Ich mag es total gerne. Es liest sich super, super schnell weg. Ich mag die Charaktere unheimlich gerne. Auch wenn es jetzt wieder so eine Geschichte ist, wo irgendwie nichts neu ist und man sich eigentlich schon gut denken kann, was noch passieren wird und was da so dahinter steckt, weil irgendwann sind die Möglichkeiten da, glaube ich, erschöpft. Aber ich mag den Schreibstil von Bianca einfach so, so gerne und ja, man fliegt nur so durch die Seiten, man fiebert mit den Protagonisten mit. Es geht ja darin jetzt um Elle und um Luke und ja, beide müssen sich so ein bisschen ihrer Vergangenheit stellen. Und haben halt beide irgendwie einen dunklen Fleck in ihrer Vergangenheit, von dem der jeweils andere nichts weiß. Und außerdem steht ihre Freundschaft, denn Elle und Luke sind ja die besten Freunde auf dem Spiel. Denn ja, ein ja, verbotener Kuss bringt irgendwie alles total durcheinander. Ich mag es wahnsinnig gerne. Ich werde da, denke ich, heute auch noch ein bisschen weiterlesen und freue mich da schon drauf. Dann habe ich vor Silvester schon angefangen, ein Buch zu lesen, weil ich irgendwie alle Bücher gerade fertig hatte und dann wusste ich nicht so genau, was ich lesen soll. Dann hat mein Freund mir tatsächlich ein Buch rausgesucht. Das habe ich dann auch angefangen. Ich habe nur 49 Seiten geschafft, beziehungsweise 48 Seiten, weil dann ständig was anderes dazwischen kam und das Buch einfach so schwer ist, dass ich es auch ungern mit auf die Arbeit schleppen möchte. Obwohl es mir echt gut gefällt, und zwar Lady Midnight von Cassandra Clare, Die dunklen Mächte, der erste Band. Und oh mein Gott, ich bin direkt wieder in dieser Welt versunken. Ich habe mich total gefreut, wieder in diese Welt zurückzukommen. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Aber bisher hatte ich leider irgendwie noch keine Zeit weiterzulesen, was ich sehr schade finde. Aber es ist einfach so dick und so schwer und ich möchte es ungern in meinem Rucksack bis zur Arbeit schleppen und wieder zurückschleppen und. Das ärgert mich so ein bisschen tatsächlich. Hier drin geht es ja jetzt, ich glaube, 5 Jahre später weiter mit Emma.
Und das Ganze spielt jetzt auch in einer anderen Stadt. Ich habe vergessen, wo es spielt. Ja, ich habe keine Ahnung, um welche Stadt es geht. Es geht auf jeden Fall um ein anderes Schattenjägerinstitut, als das in dem Clary gelandet ist. Und ja, ich weiß nicht. Ich mochte ja die Chroniken der Unterwelt anfangs auch super, super gerne. Ich habe die ersten vier gelesen und stecke jetzt irgendwie so mitten im fünften schon seit, glaube ich, 2 Jahren oder sowas. Keine Ahnung. Ich habe nie weitergelesen, weil. Es wurde mir irgendwann einfach zu viel, es wurde mir irgendwie zu doof, ich mochte es nicht mehr so gerne und ja, das hier hat es mir so ein bisschen zurückgegeben und ich möchte da auch ganz bald weiterlesen und freue mich da schon drauf. Ich habe ja auch den Folgeband schon da, nämlich hier, wie heißt der? Lord of Shadows. Heißt der Lord of Shadows? Ich glaube, er ist Lord of Shadows. Ich weiß es nicht genau. Aber egal, auf jeden Fall, ja, 50 Seiten weiter bin ich nicht gekommen. Das sieht man tatsächlich bei diesem Buch auch gar nicht. Da bin ich, da seht ihr das. Es hat einfach so viele Seiten. Wie viele Seiten hat das eigentlich? Es hat einfach knapp 835 Seiten. Und ja, wenn ich in dem Tempo weiterlese, werde ich noch 5 Jahre brauchen, bis ich fertig bin. Dann ein weiteres Buch, das ich vor Silvester angefangen habe und. Ja, dann unterbrochen habe. Diesmal aber nicht, weil mir die Zeit gefehlt hat, sondern mehr, weil es nicht so wirklich meins ist. Und zwar habe ich angefangen, Aufstieg und Fall des außerordentlichen Simon Snow von Rainbow Rowell. Ich war so traurig, dass es mir nicht gefällt. Aber es gefällt mir echt nicht. Also, ich habe 150 Seiten, glaube ich, gelesen. 166 Seiten habe ich gelesen. Und dann hatte ich einfach keine Lust mehr. Es ist. Echt schade, weil ich mich echt drauf gefreut habe. Mir wurde es so verkauft, dass es so ähnlich wie Harry Potter ist. Ist es bei weitem nicht. Also mit Abstand hat das überhaupt nichts mit Harry Potter zu tun. Dieser ganze Zauber dieser magischen Schule, dieser Zaubererakademie kommt überhaupt nicht rüber. Man wird in eine Geschichte reingeworfen, die irgendwie schon seit 4 Jahren oder länger läuft. Und da passiert einfach nichts. Es passiert nichts, gar nichts. Man bekommt immer so ganz kurze Rückblenden, so ja, dann haben sie da gegen den gekämpft und da ist das passiert und hier das. Aber auch nichts Ausführliches und es passiert nichts. Es passiert einfach nichts. Es ist einfach so langweilig gewesen. Deswegen habe ich das Buch jetzt zur Seite gelegt und habe eher was gelesen, wo ich Bock drauf hatte, weil ich meine, was für einen Sinn hat es, wenn ich mich jetzt durch dieses Buch quäle, obwohl ich keinen Bock drauf habe? Das hat überhaupt keinen Sinn, deswegen habe ich es erstmal zur Seite gelegt. Mich würde mal interessieren, wenn es irgendjemand von euch auch schon gelesen hat. Wie fandet ihr es denn? Mochtet ihr es? Oder fandet ihr es auch eher langweilig? Und damit kommen wir zum letzten Buch. Das ist ein Buch, das ich eigentlich rein theoretisch gerade lesen müsste. Es aber nicht tue, weil ich keine Zeit dazu habe. Und zwar Shades of Grey, der dritte Band Befreite Lust von E.L. James. Das wollte ich ja eigentlich mit dem Marcel zusammen lesen. Und ja, ich habe jetzt eine Woche, hätte ich eigentlich lesen können, weil ich echt gesagt habe, ich fange jetzt an, aber ich bin noch nicht dazu gekommen irgendwie. Ich weiß nicht. Das wollte ich auch ungern mit in die Bahn nehmen, weil die Leute gucken einen immer so blöd an. Die sind ja auch immer so furchtbar neugierig, was man liest. Und deswegen dachte ich, ich lese dann halt immer so ein bisschen zu Hause, aber dadurch, dass ich Ivory und Bone zu Hause gelesen habe, bin ich einfach nicht dazu gekommen, dieses anzufangen. Aber da ich Ivory und Bone wahrscheinlich heute fertig lese, werde ich dann, denke ich, damit anfangen. Und das wird dann mein Zuhausebuch sein. Zumindest für ein paar Tage. Bis die nächsten Leserunden beginnen. Und ja, ich freue mich schon drauf, zu erfahren, wie die Geschichte mit Anna und Christian. Habe ich doch tatsächlich kurz seinen Namen vergessen. Wie die Geschichte zwischen Anna und Christian ausgeht. Ja, meine Lieben, das war mein Currently Reading. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch für das Video gebt. Ansonsten schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr gerade so lest oder wenn ihr irgendwas davon auch gerade lest oder schon gelesen habt, wie es euch denn so gefallen hat. Und ja, ansonsten würde ich sagen, hoffe ich, sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann!